Du hast gerade einen schrecklichen Achterbahnunfall überlebt und nun macht der Tod Jagd auf dich. Es gibt keinen Weg, ihm zu entkommen, und er wird nicht aufhören, bis er jeden einzelnen der Überlebenden auf brutale Art und Weise getötet hat. Alles könnte eine Mordwaffe oder Todesfalle sein und du musst die grausamsten Dinge tun, wenn du überleben willst. Was tust du, wenn du weißt, dass du sterben wirst, aber es nicht aufhalten kannst? Ich werde die Fehler aufschlüsseln, die gemacht wurden und was du tun solltest und wie du Final Destination 3 besiegen kannst. Das ist der tödlichste Ort in Amerika. Diese Schüler haben Spaß in einem Vergnügungspark und Wendy hier hält die letzten Momente ihres Abschlussjahres fest. Das Mädchen checkt die Bilder auf der Kamera, um zu sehen, wie die Fotos geworden sind und bemerkt etwas Seltsames. Im Bild steht auf dem Schild Hi Die, aber als sie wieder nach oben schaut, ist das Licht immer noch an. Sie spürt, dass etwas nicht stimmt und hat keine Ahnung, dass sie gerade eine Vorahnung ihrer eigenen Zukunft gesehen hat. Sie geht durch den Vergnügungspark und macht Fotos von ihren anderen Klassenkameraden. Die beiden Mädchen haben Spaß beim Wasserpistolenschießen und Louis hier tobt sich beim Strongman aus. Doch das Mädchen wird das Gefühl nicht los, dass sie mit jedem Foto ein schlechtes Omen auf sie zukommt. Ihre Freunde stellen sich in eine Schlange für die Achterbahn Devil's Flight an und Wendy hier wird langsam nervös. Ihr Freund beruhigt sie und sagt, dass nichts Schlimmes passieren wird und überredet sie, sich der Gruppe wieder anzuschließen. Aber als sie reingehen, hat sie das Gefühl, dass ihr Leben in Gefahr ist. Drinnen sind sie umgeben von verschiedensten Todeszeichen und sie gerät plötzlich in Panik. Sie bittet ihre Freunde, alle hinten zu sitzen, als sie erfährt, dass sie für den vorderen Platz eingeteilt sind. Niemand will sich ihr anschließen, aber sie beschließen, die Sache fair zu regeln und eine Münze zu werfen. Kevin verliert den Wurf und darf mit Wendy auf den hinteren Platz sitzen. Okay, normalerweise sind Achterbahnen unglaublich sicher und statistisch gesehen hat man eine Chance von 1 zu 750 Millionen bei einer Fahrt zu sterben. Abgesehen davon ist dies keine normale Achterbahn und es gab Zeichen, die uns sagten, dass wir definitiv nicht einsteigen sollten. Der erste Hinweis war der fehlende Buchstabe auf dem Foto, welches das Wort Sterben buchstabiert. Als sie in der Schlange standen, wackelten die Säulen, die Bahn zusammenhalten. Sie sahen regelrecht, lose und ziemlich instabil aus. Als sie sich an die Wagen nähert, geht sie bis zu Tor 6. Dieser Typ drängelt sich vor sie und versucht, deren Sitze zu stehlen, aber das macht drei Leute am Tor und drei Sechsen ist die Zahl des Priestes. Sie gehen weiter nach hinten, aber ihre Sitze werden von einem Haufen minderjähriger Kinder gestohlen, die gar nicht hier sein dürften. Das mag alles unschuldig erscheinen, aber bei so vielen seltsamen Zufällen würde ich anfangen, meinen Aberglauben ein wenig ernster zu nehmen. Auch wenn ein Unfall statistisch gesehen selten ist, heißt es nicht, dass dir gar nichts passieren dürfte. Über ein Jahrzehnt lang war der Action Park in Vernon, New Jersey, der gefährlichste Vergnügungspark in der Geschichte der USA, mit regelmäßigen Verletzungen und sogar tragischen Todesfällen an den Fahrgeschäften. Und fast alle waren das Ergebnis von solch schlechten Sicherheitsstandards und Wartung. Mit all dem hat das Mädchen eigentlich recht, besorgt zu sein. Sie wird von Gleichaltrigen dazu gedrängt, etwas zu tun, bei dem sie sich nicht sicher fühlt. Und ehrlich gesagt, ist es keine Schande, seinen Freunden zu sagen, dass man dieses Mal aussetzen will. Es könnte das Klügste sein, was du je tun würdest. Sie steigt in den Wagen, die Sicherheitsbügel klappen runter und schließen sie ein, als die Fahrt beginnt. Aber keiner von ihnen weiß, dass Hydraulikflüssigkeit aus dem Wagen austritt. Die Achterbahn nimmt Fahrt auf und rast die Gleise hinunter, aber als sie den Looping erreichen, beginnt alles schief zu gehen. Die Kamera von dem Typen fällt aus der Hand und fällt auf die Gleise. Die Achterbahn fährt darüber und die Hydraulik bricht und verwandelt ihre Freudenschreie in absolute Panik. Plötzlich entriegeln sich die Sicherheitsbügel und sie halten sich alle fest, während der Wagen durch einen weiteren Looping fährt. Die Räder fliegen von den Achsen, der vordere Wagen wird abgekoppelt und die Fahrer stürzen in den Tod. Dieser Typ fällt aus seinem Wagen und schafft es, sich gerade noch festzuhalten. Doch plötzlich verliert er den Halt und fliegt in den Stützbalken, wo er regelrecht in zwei geteilt wird. Aber es ist noch nicht vorbei für die beiden, denn ein Stück des Wagens ist gegen die Gleise geknallt und hat die Schienen verlegt. Sie fahren über die zerbrochenen Schienen, fahren daraufhin einen weiteren Looping hinauf und halten an der obersten Stelle an. Sie halten sich so lange wie möglich fest, aber die beiden verlieren den Halt und stürzen in den Tod, wobei Wendy und Kevin als einzige Fahrgäste zurückbleiben. Okay, wenn die auf der Suche nach einem Nervenkitzel waren, sind sie definitiv auf ihre Kosten gekommen. Tatsächlich haben sie hier sogar eine Chance, sich zu retten, bevor sie so enden wie ihre Freunde. Da die Fahrt durch den Aufprall ihren Schwung verloren hat, sind die Wagen der Achterbahn schwer genug, um sie in ihrer Position zu stabilisieren. Da sie bereits festsitzen, reichen kleine Bewegungen nicht aus, um den Schwung zu halten, um mit dem Wagen wieder zurückzufahren. Zum Glück sind diese Schultergurte hier noch stark genug, um ihr volles Gewicht zu halten. Anstatt an ihnen zu hängen, sollten wir mit den Füßen auf sie stehen und uns aufrecht drehen. Sobald wir richtig stehen, würde ich versuchen, über den Wagen und auf die Schienen der Achterbahn zu klettern. Denn dort können wir auf Rettung warten, aber solange wir kopfüber in dieser Situation hängen, haben wir keine Kontrolle darüber, was passieren wird. Ich würde versuchen, meine Jacke auszuziehen und sie in eine Acht um die Räder zu wickeln, um die Achterbahn an den Schienen festzubinden. Es mag klein erscheinen, aber es macht einen Riesenunterschied, denn hier gibt es keinen Schwung, um die Wagen vorwärts zu schieben, sodass das Ganze leicht durch meine Jacke stabilisiert werden könnte, weil die Räder nicht in der Lage wären, sich genug zu bewegen, um die Trägheit zu gewinnen.
Gemeinsam schaukeln sie hin und her, bis es sich schließlich löst, aber Kevin kann sich nicht rechtzeitig wieder in seinen Sitz setzen und wird so von der Stange halb zerrissen, sodass Wendy hier die letzte lebende Person ist. Als die Achterbahn auf die lose Schiene trifft, wird sie aus ihrem Sitz geschleudert und fällt mit dem Kopf voran auf die Gleise. Aber sie stirbt nicht. Wendy hier findet sich plötzlich in Tränen aufgelöst im Wagen wieder, kurz bevor die Fahrt losgehen wird. Als sie merkt, was gleich passieren wird, schreit sie die Techniker an, den Knopf nicht zu drücken. Der Sicherheitsdienst kommt heraus, um zu sehen, was los ist, und sie lassen sie aus dem Wagen. Sie hat einen totalen Zusammenbruch und erzählt ihnen, dass sie eine Vision hatte, in der alle Beteiligten bei einem schrecklichen Unfall sterben würden, aber niemand glaubt ihr. Louis hier ist verärgert, dass sie die Fahrt unterbrochen hat und denkt, dass das nur ein verzweifelter Versuch ist, Aufmerksamkeit zu bekommen. Kevin hier verteidigt sie und sie geraten in einen Streit, bei dem auch andere in der Nähe mitmachen. Das Sicherheitspersonal schafft es, den Streit zu beenden und wirft sie alle aus der Bahn, wobei ihr Freund hier in seinem Sitz weiter festsitzt. Okay, das ist ernsthafte Voodoo-Magie. Es gibt keinen Zweifel daran, dass das, was wir gerade gesehen haben, ein echtes Erlebnis war und keine Vision. Und um alle Passagiere hier zu retten, müssen wir einen Weg finden, die Fahrt komplett zu schließen. Aber das wirst du nicht erreichen, indem du ihnen sagst, dass du das alles in deinem Kopf gesehen hast. Diese Typen werden einfach denken, dass du high bist und dich vom Gelände begleiten. Wir müssen nach Strich und Faden lügen und alles Nötige sagen, auch wenn es uns in Schwierigkeiten bringen wird, denn sonst werden diese 17 Menschen getötet werden. Ich würde ihnen sagen, dass ich persönlich die Fahrt sabotiert habe und in der Achterbahn sterben wollte, aber ich konnte es nicht durchziehen. Niemand, der klar bei Verstand ist, würde einen anderen Wagen auf die Gleise hier lassen, wenn eine Drohung ausgesprochen wurde, und jeder verantwortungsvolle Fahrgeschäftsbetreiber würde diese Drohung ernst nehmen. Sie würden den Sicherheitsdienst und die Polizei hinzuziehen und die Bahn würde geschlossen werden, bis der Vorfall ordnungsgemäß untersucht werden würde. Nun, wenn du befragt wirst, werden sie schnell herausfinden, dass du keinen blassen Schimmer von der Achterbahntechnik hast und die Drohung wird einfach abgetan. Aber damit kann ich leben, denn solange ich meine Freunde nicht auf diese Fahrt gelassen habe, habe ich meinen Job schließlich erledigt. Noch immer unter Schock stehend geht Wendy in Richtung Ausgang, als sie plötzlich merkt, dass ihr Freund noch immer in der Bahn festsitzt. Er bettelt darum, rausgelassen zu werden, aber die anderen Fahrgäste fangen an zu schreien und wollen weiterfahren, als die Bahn langsam anfängt weiterzugehen. Wendy rennt zurück auf den Bahnsteig und schreit, dass sie aufhören soll, aber der Sicherheitsdienst springt sie an und sie wird nach draußen gebracht. Sie erschrickt, als sie oben Menschen schreien hört und nach oben schaut, um zu sehen, wie die Passagiere einen nach dem anderen in den Tod stürzen. Sie ist am Boden zerstört von dem Unfall, aber sie hat keine Ahnung, dass das nur der Anfang ist. Okay, dieses Mädchen hatte eine letzte Chance, ihren Freund zu retten, aber sie hat es einfach vermasselt. Sie ist die einzige Person hier, die mit Sicherheit weiß, dass jeder auf dieser Fahrt sterben wird. Also wenn sie nicht alles in ihrer Macht Stehende tut, um einzugreifen, ist es zu 100% ihre eigene Schuld. Ich persönlich würde, wenn ich wüsste, was passieren wird, diesen Kerl aus dem Weg schieben und den Stoppknopf drücken. Wenn sie nur nach ihrem Freund schreit, bevor er stirbt, hat sie ihn noch nicht einmal verdient. Tage später ist das Mädchen in der Schule, um ihr Zeugnis abzuholen und ihren Spind abzuräumen. Aber sie ist immer noch gequält von allem, was passiert ist. Draußen holt Kevin sie ein, um mit ihr zu reden, aber sie ist nicht in der Stimmung, mit jemandem zu sprechen und steigt einfach ins Auto. Er kann nichts tun, um sie aufzumuntern, aber bevor sie geht, gibt Kevin zu, dass er nach Antworten gesucht hat und sie auch gefunden hat. Vor 6 Jahren war eine Schulklasse auf einer Reise nach Paris, als ein Junge eine Vision hatte, dass das Flugzeug in die Luft fliegen würde. Er und seine Freunde wurden rausgeschmissen und genau wie in ihrer Vision von der Achterbahn wurde sie wahr. Das Flugzeug explodierte und Monate später begannen sie alle bei verrückten Unfällen zu sterben. Sie glaubt ihm nicht und fährt weg, aber sie wird bald herausfinden, dass sie bereits zum Teil des neuen Plans des Todes geworden sind. Okay, dieses Mädchen sollte definitiv offener für seine Vorschläge sein, denn im Moment zeigt er mehr Initiative, Antworten zu finden als sie. Nach dem, was sie durchgemacht hat, muss jede Theorie, egal wie verrückt sie auch ist, in Betracht gezogen werden, weil diese Ereignisse schon einmal passiert sind und es viele Aufzeichnungen über diese verrückten Unfälle gibt. Wenn sie die Zeichen ernst genug nehmen würde, um nachzuforschen, würde sie erkennen, dass der Tod 5 Hauptregeln hat. Nummer 1, der Tod tötet Menschen in der Reihenfolge, in der sie in den Vorahnungen gestorben sind. Nummer 2, wenn man jemandem das Leben rettet, springt der Tod zur nächsten Person in der Reihenfolge über. Nummer 3, der Tod hinterlässt Hinweise für die Überlebenden, um herauszufinden, wie sie sterben werden. Nummer 4, der Tod erlaubt es dir nicht, dich selber zu töten und du kannst auch nicht sterben, bevor du nicht an der Reihe bist. Nummer 5, du kannst dem Design des Todes nur entkommen, indem du ein neues Leben erschaffst. Das ist eine Goldmine an Informationen und wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich versuchen, so viele Informationen wie möglich aus diesen vergangenen Fällen zu lernen, denn wenn das alles wahr ist, dann sind diese 10 Menschen dabei zu sterben. Später an diesem Tag gehen diese beiden Mädchen ins Sonnenstudio, um ihre Haut für den Abschluss zu bronzieren. Der Rezeptionist hat es eilig und geht weg, um einen Anruf zu beantworten, wobei er eine Flasche Lotion als Türstopper benutzt, nicht wissend, dass diese Handlung 2 weitere Todesfälle in Bewegung setzen wird. Die Mädchen gehen in einen Raum und die Blondine stellt ihr Getränk auf diesem Tisch ab, während ihre Freundin die Temperatur am Thermostat hochdreht. Ashley hier sucht in den CDs des Salons nach Musik, als eine der Regalbefestigungen von der Wand springt.
Sie ziehen sich aus, legen sich in die Sonnenbänke und schließen die Deckel, während sie anfangen, zu ihrer Musik zu jammen. Aber sie merken nicht, dass das Slushy über einer gefährlichen elektrischen Einheit kondensiert und die Schaltkreise beginnen zu rauchen. Draußen hat die Türe die gesamte Lotion in der Flasche herausgedrückt und sie zugeschlagen, sodass niemand im Gebäude ist, der helfen könnte. Die Spannung steigt, die Temperatur steigt und die Brünette beginnt zu merken, dass etwas nicht stimmt. Währenddessen sieht Wendy zu Hause ihre Fotos von der Nacht, in der ihr Freund starb, durch und bemerkt, dass er genau in dem Moment, als die Wagen herunterkam, von dem Fahrgeschäft posierte, perfekt ausgerichtet über seinem Kopf. Sie sieht sich die restlichen Fotos an und findet ein überbelichtetes Bild der beiden Mädchen. Es sieht aus, als würden sie in Flammen stehen und sie bekommt das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Wendy versucht, sie anzurufen, aber der Garderobenständer im Salon fällt um und stößt ein Brett in das Regal, das daraufhin aus der Wand bricht. Die Blondine versucht rauszukommen, aber sie stecken bereits fest. Die Hitze beginnt, ihre Haut langsam zu kochen. Sie schreien vor Schmerzen und das alarmiert den Rezeptionisten, aber er stellt fest, dass die Hintertür zu ist und die Vordertür von innen verriegelt wurde. Niemand kommt, um sie zu retten und die Sonnenbänke gehen in Flammen auf. Es gibt 2 Tote und nur noch 8 Überlebende. Okay, ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal sicher, ob der Tod daran schuld ist, denn alles, was diese Mädchen angefasst haben, hat sich in verwandelt. Und sie beide hätten den Tod vermeiden können, wenn sie einfach die Regeln befolgt hätten. Erstens, 2 Mädchen in einem Raum voller gefährlicher Elektronik ohne Aufsicht wird niemals gut ausgehen. Und ich würde ihnen noch nicht einmal eine Mikrowelle anvertrauen. Zweitens, hätte der Rezeptionist definitiv besser wissen müssen, als diese Mädchen all diese teuren Geräte allein bedienen zu lassen. Aber er hat sie vor dem Verlassen des Raumes gewarnt, ihre Getränke nicht mit in den Raum zu nehmen. Sie taten so, als würden sie sie wegwerfen und respektierten diesen Mann nicht genug, um seine Regeln zu befolgen. Nun, diesem Holzbalken zu entkommen ist nicht gerade schwer und der Tod hat es hier leicht mit ihnen gehabt. Wenn es möglich ist, dass dieses Ding zwischen die Griffe fällt, dann muss es auch möglich sein, es herauszunehmen. Diese Sonnenbänke sehen aus, als wären sie etwa 1 Meter breit und das Brett hier ragt höchstens ein paar Zentimeter hinein. Man muss das Regal nur in die Sonnenbank des anderen Mädchens schieben und schon ist man frei. Die Tatsache, dass sie das nicht herausgefunden haben, ist erstaunlich und alles, was ich sagen kann, ist, dass die wenigstens bei dem gestorben sind, was sie geliebt haben und jetzt haben sie verdammt heiße Körper. Am nächsten Tag findet die Beerdigung für die Mädchen statt und die Schule hat sich versammelt, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Nach dem Gottesdienst findet Kevin Wendy am Grab ihres Freundes und geht zu ihr, um nachzusehen, wie es ihr geht. Sie erzählt ihm, dass sie seitdem sie in die Achterbahn gestiegen sind, eine Präsenz spürt, die sie verfolgt, wohin sie auch geht. Und dass sie den Beweis gefunden hat, dass dieses Gefühl nicht nur ein Aberglaube ist. Sie zeigt ihm das letzte Foto von Abraham Lincoln, auf dem eine Linie durch seinen Kopf verläuft, genau an der Stelle, wo er erschossen wurde. Und ein Foto von den Zwillingstürmen mit einem Flugschatten, das vor 9/11 aufgenommen wurde. Das Foto, das sie im Vergnügungspark gemacht hat, gibt ihnen Hinweise darauf, wie sie alle sterben werden. Und sie gibt zu, dass er recht hatte. Sie hatte eine Vision, die ihr Leben gerettet hat und jetzt, wo sie dem Tod ein Schnippchen geschlagen haben, jagt eine mysteriöse Kraft sie ein nach dem anderen. Okay, das ist freaky, aber wir haben hier tatsächlich eine neue Todesregel herausgefunden. Das letzte Bild, das man von jemandem gemacht hat, bevor er stirbt, enthält einen Hinweis darauf, was seinen Tod verursachen wird. Wenn ich sie wäre, würde ich versuchen, das zu unserem Vorteil zu nutzen. Im Moment sind nur die Hinweise schwer zu finden, weil alles Mögliche auf dem Foto sein könnte. Was wir also brauchen, ist ein Muster. Ich würde die Überlebenden zusammentrommeln und so viele Fotos von ihnen machen, wie wir können, in verschiedenen Situationen, denn wenn die Regel stimmt, dann werden wir anfangen, auf jedem einzelnen Foto, das wir machen, die gleichen Hinweise zu finden und wir werden in der Lage sein, die Fotos zu vergleichen, um die Muster zu beseitigen. Mit genügend Bildern werden wir mit Sicherheit wissen, was und wo wir umgebracht werden. Beim Verlassen des Friedhofs sagt Kevin hier, dass der Tod sie in der Reihenfolge tötet, in der sie gestorben wären, wenn sie auf der Achterbahn geblieben wären. Und sie realisieren, dass das bedeuten würde, dass Frankie, der Kameramann, der Nächste sein würde, da er hinter den beiden Mädchen auf der Fahrt war. Sie halten an einem Drive-In an, um sich das Foto noch einmal genauer anzuschauen, aber es gibt nichts, was heraussticht. Aber dann erinnert sich das Mädchen daran, dass Frankie an diesem Tag eine Mudflap-Girl-Halskette trug. Das könnte der Hinweis sein, der ihr verriet, wie er sterben wird. Sie fahren zum Fenster, um ihre Bestellung aufzugeben, als die Anzeige im Drive-In plötzlich ausfällt und der Tod die Kontrolle übernimmt. Ein Sattelschlepper fährt rückwärts in ihr Auto und fängt sie ein, während das Radio durch die Kanäle schaltet und ein Lied zu spielen beginnt. Panisch dreht sich das Mädchen um und sieht, dass ein LKW ohne Fahrer direkt auf sie zusteuert, aber sie sind von allen Seiten eingeklemmt und können ihre Tür nicht öffnen. Den beiden bleibt nichts anderes übrig, als die Windschutzscheibe herauszutreten und aus dem Auto zu springen. Der Lastwagen knallt in das Fahrzeug und der Motor wird in den Fahrer vor ihnen geschleudert, wodurch sein Schädel zu einem blutigen Brei wird. Als die beiden auf dem Boden eine Halskette wiederfinden, erkennen sie, dass die Person, die gerade getötet wurde, Frankie, der Kameramann war. Das ist ein weiterer Toter und es gibt nur noch 7 weitere Überlebende. Okay, ich weiß, das sieht schlimm aus, aber es hätte viel schlimmer sein können.
Sie sind mit dem Leben davongekommen, aber sie hatten auch noch ein paar andere Möglichkeiten, die sie nicht in Betracht gezogen haben, die definitiv einen Unterschied ausgemacht hätten. Ich hätte versucht, die Situation zu unserem Vorteil zu manipulieren und die eigenen Regeln des Todes dafür zu nutzen. Jetzt haben sie gerade herausgefunden, dass Frankie als nächstes sterben wird, weil er hinter den beiden Mädchen in der Achterbahn saß. Aber sie haben Regel Nummer 4 nicht beachtet, die besagt, dass man erst sterben kann, wenn man selber an der Reihe ist. Mit dieser Information hätten sie sich zusammenreihen können, dass dieser Truck gar nicht für sie bestimmt ist und dass, wenn ein verrückter Unfall im Gange ist, Frankie in der Nähe sein muss. Das heißt, der beste Ausweg aus dieser Situation ist es, absolut nichts zu tun. Wenn wir wissen, dass wir nicht sterben werden, bis wir an der Reihe sind, dann würde die Todesfalle technisch gesehen, wenn wir genau dort bleiben, wo wir sind, uns umgehen und direkt auf Frankie zusteuern. Nun, wenn du nicht in Panik wärst, hättest du erkannt, dass es Hinweise auf alles, was passieren würde, gab. Erstens sind sie auf dem Weg zum Drive-In fast in einen LKW gekracht. Und da sie wissen, dass Frankies Kette ein Mudflap Girl ist, hätten sie das als Warnung betrachten sollen. Als nächstes sagte ihnen das Drive-In-Schild, dass sie keine Kontrolle über das haben, was gleich passieren wird. Das letzte Lied, das im Radio gespielt wurde, heißt Turn Around, Look at Me. Das ist das Wort für alles, was sie sagen mussten, um diesem Typen vor dem drohenden Tod zu retten. Nun, ich persönlich hätte hier den direkten Ansatz gewählt und sein Auto gerammt, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Er hätte sich umgedreht, wäre stinksauer gewesen und hätte gesehen, dass der Truck direkt auf ihn zusteuert. Der Tod gab ihnen allen Antworten und anstatt zuzuhören, gerieten sie in Panik und der Typ starb. Gemeinsam gehen sie zu Wendys Haus, um herauszufinden, wo alle in der Achterbahn saßen. Aber es waren noch zwei weitere auf der Fahrt und sie haben keine Ahnung, wer diese beiden sind. Diese Fotos bestätigen die Reihenfolge, in der sie sterben werden und sie müssen zum nächsten Schüler gelangen, bevor die Zeit abläuft. Das ist der Moment, in dem Kevin merkt, dass der Sportler als nächstes sterben wird, der sich in einem Football-Trainingslager für das staatliche Team des Sultans befindet. Sie erinnert ihn daran, dass es auch im Vergnügungspark Bilder von den beiden gab, aber er will sie nicht sehen, denn er möchte nicht wissen, wie er stirbt. Der Gedanke daran erschreckt ihn und er weigert sich, seine Fotos anzuschauen. Wir sollten uns auf jeden Fall unsere eigenen Fotos anschauen. Diese Bilder sind eine einmalige Freikarte und wenn man nicht bereit ist, sie zu nutzen, dann ist man einfach ein Idiot. Aber es gibt einen logischen Grund, mit dem Anschauen zu warten. Diese Bilder sind wie ein Schrödingers Katzenexperiment geworden, denn sobald sie sich das Foto anschauen, wird die Todesursache festgelegt. Das ist nicht unbedingt eine gute Sache, denn wenn man weiß, wie jemand anderes stirbt und in die Gestaltung des Todes eingreift, indem man jemandem das Leben rettet, dann stirbt man vielleicht nicht auf dieselbe Weise, weil man die Zukunft verändert hat. Das macht ihre eigenen Fotos nutzlos. Es wird ihnen nicht mehr einen Hinweis darauf geben, wie sie sterben werden, sondern wie sie sterben sollten. Es wird der klügere Schritt sein, Louis zuerst zu retten und sich dann die Bilder anzusehen, weil sie dann eine genaue Vorstellung davon haben, wie der Tod unter den neuen Umständen verursacht wird. Am nächsten Tag versuchen sie Louis hier davon zu überzeugen, dass er als nächstes sterben wird und der Typ denkt, dass sie verrückt geworden sind. Aber das Mädchen sieht, dass alle Anzeichen da sind. Oben hängen zwei Schwerter von einer Tafel und ein ausgestopfter Bär steht in der Nähe. Beides Hinweise, die auf dem Foto des Sporters zu sehen waren. Hinter ihnen bricht ein Typ eine Bärenkralle ab, die einen anderen Gewichtheber im Auge trifft. Er lässt seine Hantel fallen und der Aufprall lässt die Schwerter losfallen. Sie schwingen nach unten und schneiden die Kabel von Louis' Maschine durch, aber es passiert nichts. Er prahlt damit, dass der Tod ihm nichts anhaben kann und der Sportler macht eine letzte Siegesposition, aber die Gewichte fallen herunter und zerquetschen seinen Kopf. Das ist der vierte Tod und jetzt sind nur noch 6 Überlebende übrig. Okay, wenn es jemanden gibt, den man nicht verhöhnen will, dann ist es der Tod. Ich kann verstehen, dass Louis hier skeptisch ist, denn der Mist, der aus ihren Mündern kommt, ist absolut verrückt. Leider ist es zufälligerweise auch wahr. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sie auch ignorieren, aber diese Einstellung würde sich sehr schnell ändern, wenn ich Zeuge einer Kette von Ereignissen werden würde, die von einem Zehennagel eines Bären über die herunterschwingenden Schwerter bis hin zu einem fast verfehlten Kopf reicht. Das wäre genug für mich, um ihnen zu glauben, und ich würde meiner Glückssträhne danken, dass ich überlebt habe. Nun, selbst wenn er uns nicht glaubt, gibt es eine Sache, die wir versuchen könnten, um sein Leben zu retten. Wenn er darauf besteht zu trainieren, können wir ihn zu einer sicheren Trainingsroutine überreden. Ich würde ihm sagen, dass er einfach ein f***ing Schwächling ist und ihn zu jeder Gewichtsübung herausfordern, die es gibt. Ich werde ihn natürlich bei keiner schlagen, aber es könnte reichen, um ihn dazu zu bringen, vor den gefährlichen Maschinen und den Gewichtsscheiben weg in einen sicheren Bereich des Fitnessstudios zu trainieren. In dieser Nacht besuchen sie den Baumarkt und weinen die Goth-Kids, dass sie als nächstes sterben werden. Keiner von ihnen glaubt an ihre Theorie und sie machen sich über sie lustig, weil sie denken, dass der Tod ein bewusstes Wesen ist und jeden zur Strecke bringt. Abgelenkt stößt er einen Karton aus dem Regal und dieser landet auf einem Gabelstapler im anderen Gang. Beim Aufräumen stößt seine Freundin unwissentlich ein Stück dieser Kette ab, das sich löst und einen Haken erwischt, der die Zündung des Schlüssels im Gabelstapler betätigt. Das Fahrzeug beschleunigt nach vorne und der Tod ist schon da, um seine nächste Falle aufzustellen.
Der Grufti erwähnt, dass wenn der Tod sie wirklich in einer bestimmten Reihenfolge jagt, dann könnte die letzte Person, die ins Visier genommen wird, alle retten, indem sie sich opfert. Das würde das Muster durchbrechen und dem Entwurf des Todes ein Ende setzen, aber niemand ist bereit, diese Theorie zu testen. Okay, das ist eine interessante Idee, denn wenn sie wahr ist, dann könnte der Tod eines Mädchens von Anfang an 9 andere Leben retten. Nun ist es sehr schwer, jemanden zu überzeugen, sich aufgrund einer bloßen Vermutung zu opfern. Aber man könnte die Theorie testen, indem man sie selbst tötet. Wenn es nur eine Person gibt, die mich und 8 andere am Leben hält, dann ist es definitiv wert, diese Person für das größere Wohl zu opfern. Wenn die letzte Person vor allen anderen stirbt, verstößt das gegen die Reihenfolge, in der wir sterben sollten. Das ist ein Weg, wie wir den Tod zwingen können, seine eigenen Regeln zu beugen, und vielleicht wird es seinen Masterplan genug durchkreuzen, um uns zu befreien. Entweder ist die letzte Person auf der Liste völlig unbesiegbar und kann nicht sterben, bis alle anderen zuerst sterben, oder sie würde sterben, was das Muster des Todes durchbrechen würde. So oder so, ich würde gerne ein Leben für diese Information tauschen, solange es nicht mein eigenes ist. Wendy hier überprüft noch einmal das Foto, um zu sehen, ob sie etwas übersehen hat, und erkennt, dass das Goth-Kid gleich von diesen Fehlern aufgespießt wird. Der Gabelstapler rammt plötzlich in diese Wand, was alles aus den Regalen stößt. Das Mädchen schubst den Jungen aus dem Weg und rettet ihm das Leben, als alles zusammenstürzt. Sie hat soeben in den Plan des Todes eingegriffen und nun ist er zur nächsten Person in der Reihe übergesprungen. Das Grufti-Mädchen wird zurückgeschleudert und knallt mit dem Kopf in eine vollgeladene Nagelpistole, die ihr Gesicht in ein menschliches Nadelkissen verwandelt. Alle ihre Freunde sehen entsetzt zu, als es unübersehbar wird, dass sie alle dem Tod einen Schritt näher sind. Und nun sind nur noch 5 Überlebende übrig. Okay, es ist nicht das beste Timing, aber das ist der Zeitpunkt, an dem ich sagen würde, ich hab's euch ja gesagt. Vorhin haben die beiden tatsächlich zugegeben, dass sie nicht wussten, wer von den beiden zuerst getötet werden würde. Wenn sie die beiden wirklich beschützen wollten, ist dieser ganze Aufwand, sie davon zu überzeugen, dass ihr Leben in Gefahr ist, eine massive Zeitverschwendung. Und sie haben einen verdammt schlechten Job dabei gemacht. Wenn ich es wäre, würde ich hier reinkommen und verlangen, dass sie mit mir kommen sollen, wenn sie leben wollen. Ehrlich gesagt, ich würde ihnen wehtun, wenn es sein muss. Und wenn es zu einer Geiselnahme eskaliert, ist das auch in Ordnung für mich. Ich tue das alles nicht für sie. Ich tue es, um mein eigenes Leben zu retten. Ich würde sie lieber gegen ihren Willen in einem Käfig einsperren, wo es keine Möglichkeit gibt zu sterben. Denn je länger ich sie am Leben halte, desto länger halte ich auch mich selbst am Leben. Und das ist alles, was im Moment zählt. Erschöpft kehrt Wendy nach Hause zurück und schläft an ihrem Schreibtisch ein. Aber ihre Schwester kommt herein und weckt sie aus ihrem Nickerchen auf, um ihr Armband zurückzunehmen. Sie verlässt das Zimmer, aber Wendy wird plötzlich etwas Wichtiges klar. Sie öffnet eines der Bilder auf der Achterbahn und erkennt das Armband eines der unbekannten Fahrgäste. Es war die ganze Zeit ihre Schwester auf der Fahrt. Sie versucht sie anzurufen, aber wird direkt zur Mailbox weitergeleitet und hinterlässt ihr eine Nachricht. Dann ruft sie Kevin an und sagt ihm, dass ihre Schwester und ihre Freundin die Nächsten auf der Liste des Todes sind. Sie will gerade zum Tricentennial Fair gehen, um sie zu warnen, und erinnert sie daran, dass sie die Nächsten sein werden, wenn sie ihre Schwester nicht rettet. Kevin sagt ihr, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Fotos der Toten nach Hinweisen zu durchsuchen. Als sie den PC überprüft, sieht sie sich das Bild an und findet eines, auf dem er von einem hellen Licht geblendet wird. Er fragt, als ob es so aussieht, als wäre es ein Feuerwerk, und sie bestätigt, dass es so ist. Sie legt auf, während Kevin nervös beobachtet, wie die Schausteller diese riesigen Mörser für das Feuerwerk verladen, und erkennt, dass seine Zeit gekommen ist. Okay, dieser Typ sollte bereits um sein Leben rennen. Wenn sie am Leben bleiben wollen, brauchen sie so viel Kontrolle über ihre Umgebung wie möglich, und dieser Ort ist so ziemlich der beschissenste Platz, um das zu tun. Es gibt zu viele Leute, die gefährliche Dinge tun, und es gibt viele unvorhersehbare Ereignisse, die man nicht vermeiden kann. Wir wissen, dass das Bild von einem hellen Licht ist, das kurz vor seinem Tod in sein Gesicht geblitzt wurde. Wenn wir hier wegfahren, dann könnte es sich, anstatt dass es ein Feuerwerk ist, sich leicht um die Scheinwerfer eines Autos handeln. Es wird dunkel und wir können bei einem Frontalzusammenstoß getötet werden, was statistisch gesehen viel wahrscheinlicher ist, als durch ein Feuerwerk zu sterben. Also könnte es tatsächlich die sichere Wette sein, auf dem Jahrmarkt zu bleiben. Kevins ganzes Leben hängt von der Schwester ab. Anstatt also darauf zu warten, dass wir an der Reihe sind zu sterben, sollten wir die Sache selbst in die Hand nehmen und sie entführen. Normalerweise wäre es keine brauchbare Strategie, aber er hat einen großen Vorteil, weil er ein Sicherheitsmann hier ist. Es ist kaltblütig, aber sie zu betäuben und in einen leeren Bereich des Parks zu schleppen, ist das Sicherste, was er tun kann. Und wenn das jemand sehen würde, würde ich sagen, dass sie betrunken ohnmächtig geworden ist. Sie wird zu Recht verärgert sein, wenn sie aufwacht, aber wir werden beide am Leben sein und sie kann uns später danken. Kevin hier wird nervös, denn er sieht die Gefahr überall, wo er sich hinwendet. Die hohen Flammen eines Grills, das geschärfte Schwert eines Schaustellers und Ben Franklin, der mit seinem Drachen einen Schlüssel fliegen lässt und das auf einen Blitzschlag hofft. Jeder von ihnen könnte ihn töten, aber er hat keine Ahnung wie. Schließlich sieht er Wendys Schwester mit ihren Freundinnen und macht sich auf den Weg zu ihr. Als er sich den Mädchen nähert, sagt er ihnen, dass ihr Leben in Gefahr ist und sie mit ihm kommen müssen.
Aber die Situation gerät außer Kontrolle und die Schwester stürmt davon. Das Feuerwerk beginnt gleich und die Soldaten verlassen alle ihre Posten. Aber dieses Ding fällt um, stößt eine Kanonenkugel ab und diese rollt in einen Holzpfosten, der den Feuerwerkabschuss hochhält. Okay, das ist kein gutes Zeichen und bedeutet, dass der Tod nahe ist. Aber das Problem ist, dass dieses Mädchen an nichts interessiert ist, was wir zu ihr sagen. Und wenn wir sie nicht entführen wollen, dann sollten wir zumindest alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass wir nicht sterben. Im Moment denken sie alle, dass er durch den Feuerwerkskörper getötet wird. Und der einzige Weg, wie wir die Situation in den Griff bekommen könnten, ist es, sie so gut wie möglich zu kontrollieren. So kontraintuitiv es auch klingen mag, ich würde direkt auf das Feuerwerk zugehen und versuchen, alles zu kontrollieren, was in seine Nähe kommt. Wir könnten die Zünder oder die Munition entfernen oder sie nass machen, sodass sie nicht funken oder überhaupt losgehen können. Wenn du das tust, ist es genauso wahrscheinlich, dass sich die Methode infolgedessen zu etwas anderem ändert. Indem wir das Feuerwerk sabotieren, könnte der Tod beschließen, stattdessen den Grill zu benutzen. Und das wäre viel schwieriger zu kontrollieren, weil es eine bemannte Station ist und schwerer zu stören wäre. Aber die beste Hoffnung, die wir haben, ist es, so viele der möglichen Quellen des Todes zu eliminieren, wie wir können, ohne erwischt zu werden. Und zu versuchen, die Schwester zu finden, damit wir alle gehen können. Wendy kommt schließlich auf dem Jahrmarkt an und sucht sowohl Kevin als auch ihre Schwester in der Menge. Kann sie aber nicht finden. Plötzlich gehen die Lichter aus und die Show beginnt. Das ist der Moment, in dem diese beiden alles in Bewegung setzen. Sie zünden ein paar Feuerwerkskörper an, die in der Nähe eines Pferdes losgehen und es erschrecken, sodass es frei über das Gelände rennt und einen Zaunpfahl mitschleift. Wendy sieht ihre Schwester mit Kevin, erinnert sich aber plötzlich daran, dass es im Hintergrund ihres Fotos ein Karussell zu sehen war. Und nun rast ein Pferd auf sie zu. Sie schreit, dass sie aufpassen soll und Kevin schubst das Mädchen aus dem Weg, aber der Zaunpfosten wickelt sich um ihren Hals. Sie wird über das Gelände geschleift und ist Sekunden davon entfernt, in die Kutsche zu rutschen, aber Kevin stiehlt hier ein Schwert und schneidet das Seil durch, kurz bevor sie aufgespießt wird. Okay, Kevin hat hier großen Mist gebaut. Dieses Mädchen hat es nicht zu schätzen gewusst, dass man versucht hat, ihr Leben zu retten und hat sich bei jeder Gelegenheit respektlos verhalten. Wenn wir den Wert eines Lebens betrachten, sollten wir auch berücksichtigen, wie sehr die Gesellschaft von diesem Leben profitiert. Und meine Einschätzung hier ist es, dass dieses Mädchen tot besser dran ist. Die Leute werden sie vermissen, aber sie ist ein schreckliches Vorbild für ihre Freunde und ihr Tod wird sie dazu bringen, bessere Menschen zu sein. Wenn gute Menschen sterben und schlechte Menschen leben, lehrt uns das, dass unsere Handlungen keine Konsequenzen haben. Das ist das einzige Mal, dass ich hier auf der Seite des Todes bin und ich denke, wir sollten seine Entscheidung einfach unterstützen. Ihre Schwester flippt aus, aber Wendy vergeudet keine Zeit. Sie will wissen, wer neben ihr in der Achterbahn gesessen hat, denn die beiden werden gleich sterben. Ein weiteres Feuerwerk geht los und das Pferd erschrickt, reißt die Fahnenstange in die Luft und spießt ihre Freundin direkt vor ihren Augen auf. Jetzt, wo 6 Leute tot sind, gibt es nur noch 4 Überlebende. Wendy und Kevin sind hier die Nächsten auf der Abschussliste des Todes. Plötzlich wird Kevin vom Pferd in einen Tisch getreten, wodurch ein Shish-Kebab in die Gasleitung eines Propantanks fliegt. Er explodiert in einem Feuerball, aber Wendy rettet ihn in letzter Minute. Sie haben die Todesfolge wieder übersprungen und jetzt ist Wendy die Nächste. Sie sieht den Grufti, der sich rächen will, und da fällt ihr der Hinweis auf dem Todesfoto ein. Sie erinnert sich, dass sein Nickname McKinley derselbe Name wie ihre Schule ist. Und das ist das Hemd, das sie auf dem Bild trug. Sie hilft ihrer Freundin vom Boden auf und versucht wegzulaufen, aber der Grufti hält sie auf. Sie bittet ihn wegzubleiben, aber als sie das sagt, wird ihm klar, dass er die Ursache für ihren Tod ist. Plötzlich hört Wendy, wie der Raketenwerfer hinter ihnen zu Boden fällt und sie zieht ihre Freundin nach unten, während das Feuerwerk an ihnen vorbeifliegt und den Cherrypicker hinter ihnen trifft. Der Junge nimmt sich den letzten Moment, um sich zu freuen, aber der Hydraulikkolben versagt und der Arm schwingt nach unten, wobei er den Jungen auf den Boden zerquetscht. Er wollte Wendy töten lassen, aber indem er sie aufhielt, griff er in ihren Tod ein und rettete ihr das Leben. Das sind 7 Tote und noch 3 Überlebende. 5 Monate später hat der Todeszyklus aufgehört. Wendy nimmt mit ihren Freunden die U-Bahn und ist dankbar, am Leben zu sein. Da hört sie plötzlich einen Straßenmusiker, der Turn Around, Look at Me spielt. Das gleiche Lied, das im Radio am Drive-In lief. Und ihr wird klar, dass der Plan des Todes noch nicht zu Ende ist. Als sie sich hinsetzt, sieht sie in der Reflexion eines Spiegels, dass der U-Bahn-Wagen die Nummer 180 hat und versucht, an der nächsten Haltestelle auszusteigen, wird aber von allen einsteigenden Fahrgästen blockiert. Da stößt sie mit ihrer Schwester zusammen, die sie von den sich schließenden Türen ablenkt. Sie setzen sich zusammen hin und sie sagt ihr, dass sie immer noch paranoid ist und dass sie immer noch bei verrückten Unfällen sterben werden. Aber ihre Schwester versichert ihr, dass es vorbei ist und nichts Schlimmes passieren wird. Sie lässt es sich auf sich beruhen und nimmt sie mit, um ihre Freunde zu treffen. Aber das ist der Moment, in dem sie Kevin im Wagen sitzen sieht und erkennt, dass das kein Zufall ist. Der Tod hat sie alle zusammengebracht und wird sie alle ausschalten. Weiter unten auf den Gleisen löst eine Ratte die Verdrahtung aus, welche für die Schaltung der Gleise zuständig ist. Wendys Schwester wird von einem losen Rad getroffen und der Zug kippt auf die Seite und schleudert Kevin gegen die Wand.
Das Fenster zerspringt unter ihm und er fällt heraus, wobei er in Stücke gerissen wird. Der Zug kommt schließlich quietschend zum Stehen und die einzige Überlebende ist Wendy, die mit einem gebrochenen Bein dasteht. Und es gibt niemanden, der ihr helfen könnte. Da sieht sie einen anderen Zug auf sie zurasen und schreit vor Schreck auf. Aber gerade als er in sie hineinprallt, ist sie plötzlich wieder im Zug, kurz bevor der Unfall passiert. Als Kevin ihren Gesichtsausdruck sieht, wird ihm klar, dass sie gerade eine Vorahnung hatte und alle geraten in Panik. Er zieht die Notbremse und die Schwester versucht, die Türen gewaltsam zu öffnen. Aber der Zug hält nicht an und der Tod bekommt endlich seine Rache. Aber was denkst du? Wie würdest du Final Destination 3 schlagen? Lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Gib dem Video doch ein Like, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal aber wünsche ich noch einen verdammt guten Tag.